Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, sieh dir an, was im Telegram-Chat gerade rumging. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, bei einer aktuellen Stunde wird üblicherweise zu einem aktuellen Thema gesprochen. Meine Damen und Herren, was ist denn gerade das aktuelle Thema? Wir haben 10 Verordnungen auf der Tagesordnung für sogenannte Eindämmungsmaßnahmen etc., eine Regelung, die Schüler das Maskieren vorschreibt und so weiter. Über diese 10 Tagesordnungspunkte, Top 39 bis 48, wird heute gar nicht gesprochen. Wie kann das sein, meine Damen und Herren? Aus gut informierten Kreisen hört man die Planung, einen zweiten deutschlandweiten Lockdown ab 30.08. bis zum Jahresende anzuordnen. Wozu wird in der Presse statt von Erkrankten nur noch von Fällen gesprochen? Fälle, die nur bedeuten, dass ein PCR-Test positiv war. Herr Kollege, ich darf Sie bitten, zur Sache zu sprechen. Gern. Sie schüren Panik im Volk, wo Ruhe und Besonnenheit notwendig sind. In Ordnung, reden wir über den sogenannten NSU. Terror darf es in Deutschland nicht geben. Keinen Terror von Extremisten gegen das Volk. Auch keinen Terror des Staates gegen das Volk. Wer Kinder zwingt, sich zu maskieren, verübt Psychoterror. Wer mit exorbitanten Bußgeldern Bürger gefügig macht, absurde Regeln einzuhalten, verübt staatlichen Terror. Es ist eine Kriegserklärung an das Volk, an das eigene Volk, sollte ein zweiter Lockdown angeordnet werden. Kommen Sie zur Freiheitsdemo am 29.08. in Berlin. Danke.